Moin Leute, herzlich willkommen hier zurück auf der Alteiche von Kalle, den Ultra-Mapper, ne? Guck mal, alles fertig gedrillt mit Öl ready. Von allergemeinsten, wie vorne hat gesponnen, erstmal zum Hof hin, ne? Sicher ist sicher. Top Job gemacht, ne? Also mal ganz ehrlich. Wir hätten ihn auch zum Hof fahren lassen können, da wir den Vorteil haben, dass wir Autodrive-Kurse haben, ne? Ja, weil Spieler vom Welt spielt ja mit AD, ne? Wisst ihr ja. Entschuldigung. Musste sein. So, Abflug. Entweder wir da gerade beim Händler sind, ne? Ich muss mal eben ein bisschen Kraftstoff entfernen, ne? Wenn wir schon da sind. Wo ist denn Kollege Bordemeister? Ist er heute gar nicht da? Ist ja noch gar nicht Schluss mit, Verbadung. Aber wir können die Zeit wieder auf normal stellen. Ich schätze mal, hier kriegst du Kraftstoff, ne? Lass uns mal gucken, was der hier kostet. Oh, 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 oh. Der hat aber auch... Simme! Wo hast du den gekauft, der so teuer ist, Kollege? 443 Glocken. Junge, Junge. Die ist bestimmt vergoldet. Der Händler unseres Vertrauens, ne, weil Fine Fitty hat Ahnung, vertreibt gute Marken, ne, rot. So, lange Rede, gar keinen Sinn, Appflug nach dem Hof hin, eben hier mal kurz drüber gewaschelt. Ich hole mal eben das Glyphos hinterhängen, ich will nämlich mal kurz gucken. Da wir ja ökologisch spielen, und nicht mehr wie 10 bis 15 Kubuck pro Hektar Güllen. Muss ich mal eben nachgucken, wie man das einstellt. Das habe ich nämlich noch nicht nachgeguckt. Aber viel Gülle haben wir eh noch nicht. Also von daher. Aber AB wollte ich einfach mal sagen. So, halten wir ihm an. Machen wir vorne die Scheibe zu. Ne, ne, hinten lässt man auf. Ist nicht schlimm, wenn die Kabine ein bisschen sauber wird, ne? So, Gartenschlauch rausgezuckelt. Ne? Quacki, ist warm. Jetzt geht's dir besser, ne? Dann bin ich beruhigt, Quacki. So, Tür kann ruhig auch aufbleiben. Ne, der muss auch mal von innen gewaschen werden. Ist ganz gut für die Elektronik, wenn da ab und zu mal Wasser reinkommt, ne? Weil dann funktioniert nämlich nichts mehr. Von daher besser ist, die Tür zuzumachen, ne? Aber da das ein Spiel ist, können wir die Tür auch auflassen, ne? Gesundheit 50-70%, also. Nachwuchs in 2 Monaten. Oh, oh, oh. Dreck. Guck mal, das wird angezeigt neuerdings. Wusste ich gar nicht, seit wann ist das denn? Habe ich ja noch nie gesehen. 0% Dreck. Na, Quacki? Hier, Fridolin, unser neuer Horn, ne? Der ist aber auch ganz schön am Rumpiepsen hier. Das läuft, ne? Was ist denn los? Warum ist das Huhn eigentlich schwatt? Ist er bei mir was kaputt oder was? Ich habe Uwe schon lange nicht mehr gefüttert. Wo ist der eigentlich? Hat den immer einer gesehen? Wo ist er auch wieder? Antakte. Der hat wahrscheinlich keinen Hunger. Habt ihr Uwe gesehen? Ne, ich auch nicht. Keine Ahnung, wo der wieder rumdölmert. Es ist ein... Oh, cool. Graus mit dem Hund, ne? Ach, guck mal, da kommt er angesprintet. Aus dem Dörfli. Hast gesehen, hinter ein Schild abgebogen. Da. Uwe, wie oft habe ich dir das gesagt? Du sollst nicht hinter die Geräte hinterher streunen. Junge, Junge, Junge. Der Uwe, ne? Der hört nicht. Nicht für 5 Pfennig. Oh, die
Saatgutproduktion, die müssen wir auch noch anschmeißen. Haben wir auch noch nicht gemacht, ne? So ein Cheatkarren. Da wir so eine geräumige Halle haben, brauchen wir nicht aufpassen, wie wir das abstellen, ne? Da haben wir es nämlich richtig gut. Der Kalle, der hat hier total vergessen aufzuräumen nach dem Motten, ne? Baut hier einen Hof und vergisst aufzuräumen. Junge, Junge, Kalle. Nee, nee. Ja, langsam ein Glühbomber eben dran fenestriert. So, jetzt machen wir eben hier automatische Ausbringmenge deaktivieren. Habe ich die jetzt deaktiviert? Okay. Wie stelle ich das jetzt ein? Mit K und M oder was? Ah, Ausbringmenge ändern. K. Hier passiert hier gerade gar nichts. Ach. Lustig. Dann müssten wir das wohl mal umlegen, ne? Das ist ja jetzt ein Traum. Pro Sitzen Forming. Fahrzeuge. Fahrzeugarbeit. Frontlader. Kran. Spielen. Kamera. Nee. Fahrzeuggänge. Gehörpack. Pumpenoses. Für mich. Ballstacking. Arena-Mod. Man hat ja gar nicht so viele Funktionen hier drinnen, ne? Boah. Außerdem hätte ich das mal woanders. Junge, Junge, Junge. K und M. Ah, okay, ich muss aber was auf Gamepad eben ändern. K und M war hier unten irgendwo, ne? Nicht hier irgendwo? Bin ich da schon wieder dran vorbeigejappelt, ne? Precision Farming. Ausbringmenge erhöhen. Machen wir mal hier hin. Ausbringmenge verringern. Machen wir mal hier hin. Speichern wir mal. Danke. Okay. So, Ausbringmenge erhöhen. Geht das jetzt nicht, weil ich den nicht anhab, oder was? Ja, okay, müssen wir dann noch rausfinden. Weil das ist ja... Ah, wahrscheinlich, weil es wir nicht anhaben und nicht aufgekloppt haben. Richtig? Aber wir können das jetzt nicht voll machen. Ja. Gucken wir beim nächsten Mal. Keine Panik auf die Titanic. So ein Schicker. Sag mal, wo ist denn hier der Glühbirne? Hier, ne? Wie viel Glühbirne haben wir denn? 8779 Liter, okay. Ja, läuft. Na, und wie sieht's bei euch so aus hier? Ja, alles noch gut? Schön. Ich muss nochmal los, Mädels, ne? Also nicht, dass ihr euch wundert. Ich bin nochmal anders away. Guck mal. Dreckiges Stroh. 7000 Liter schon. Wir sind echt gut. Er läuft. Ich hab mal eben so lang. Kollege. Machen wir hier weiter. Ich schwinge mich hier in Ruten. Eben kurz warm laufen lassen, ne? Ist ja Standard. Kannst du auch nicht einfach so losheizen. Mit Vollgas und so, weißt du? Muss einfach so eben warm laufen lassen. Und
Und dann langsam über den Hof fahren, ne? So Schrittgeschwindigkeit ist ja hier auf dem Hof Standard, ne? Das wisst ihr ja, ne? Weil man... Junge! Ich hätte eine Beule in den Reifen haben können. Uwe wieder, ne? Den ganzen Tag streunert hatte ich auf dem Hof rum. Und dann auf einmal... Krass. Wir brauchen mal ein Bild. Aber wir müssen bestimmt wieder aufsteigen. Duduk. Danke. So, jetzt aber Feuer. Freu. Wir haben auch schon so viel geschafft, nämlich gar nichts. 10 Minuten durch die Gegend gedengelt. So safety first. Du weißt ja nicht, wie die werten Bürger hier drauf sind. Lichtpflicht. Bin ich voll für Lichtpflicht. Oh, guck, Yannick, moin. Die hat gesagt, ihr wollte von der Marsch hier mal so ein bisschen Urlaub machen. Ich sag, dann kommst du nach Alteiche. Ich sag, ich finde schon Arbeit für dich, wenn du Urlaub brauchst. Ist kein Problem. Er hat gesagt, noch klar, Svenny. Ich schmeiß mich in den Flieger und bin gleich da. So, alles klar. Der ist dann bei Monarch Mortars ist er dann gelandet, ne? Weil bei den Lulas war keine Landefläche. Junge, Junge. Aber ist schon schön, ne? Wenn du solche Mitarbeiter hast, die direkt mitreisen, was? Tippitoppi. Tippitoppi. Hier Feldweg, ne? Hier so an der Seite, ey. Richtig genial. Sagen wir, wie es ist, ne? Da, der Nachbar-Ranch, ne? Die haben gesagt, die machen den Pferde. Guck mal, der alte Zuchtbulle da auf der Weide. Ehrlich. Kalle wieder, ne? Ob der Kalle heißt, weiß ich natürlich nicht, ne? Aber der alte Zuchtbulle da. Hast gesehen, voll ansteigen. So, wo ist denn mein Häckselauto? Wisst ihr das noch? Wahrscheinlich ganz am anderen Ende des Feldes, wie immer. Wir fahren hier drauf. Die Einfahrt, die war nicht so schön. Junge, Junge, mit Aufräumen haben die es hier auch nicht, ne? Ja, wenn da die Berufsgenossenschaft sieht. So. Ja, aber alle Sixen können wir hier nicht, ne? Also das müssen wir auch mal ganz ehrlich sagen, das ist viel zu viel. Und das werden wir auch gar nicht alles ins Silo kriegen. Jetzt steht er da unten und ich fahre um die halbe Ecke, ne? Wir werden also 250.000 Liter ins Silo noch reinfahren. Dann haben wir ungefähr 450.000 Liter Silage. Da werden wir übers Jahr ja mit hinkommen, mit dem bisschen Vieh, was wir haben, ne? Da müssen wir uns auch nichts vormachen. Das wird reichen. Der fährt nur den. Der Helga. Guck mal, der Helga hat gedacht, ist kalt, ne? Auf dem Ding gibt es keine Klimaanlage. Ich mach die Tür zu, gebe ordentlich Stoff, dann wird die wieder warm, ne? Anstatt sich einen Pulli anzuziehen. Den Bogen hat sie auch noch nicht raus, ne? Aber so ist die Jugend von heute, ne? Die wissen ja immer alles besser. Jetzt will der hier rein, oder was? Junge, Junge, warte mal eben. Danke. Ach, hier kommt der Feldweg raus. Cool. Helga! Gib mal Gasto! Junge. Herrlich, ne? Wenn du nix to down ist. Und fährst du eine Runde Hexe mit dem Roten. Läuft, Helga? Kommst klar mit den Hebels? Ja, ist nicht Knöpfchen drücken, das ist Hebels. Ja,
bisschen. Fährst du rum oder was? Egal, egal. Ich weiß auch nicht, wie sie fahren, ne? Schwierig. Aber es läuft, Leute, es läuft, es läuft. Ab und zu guckst du auch mal nach hinten, weil Helga hat keine Füllautomatik und mit den Hebels kommt die noch nicht so ganz klar, ne? Hier beim Hexen früher hat sich die Spreu vom Weizen getrennt, ne? Früher konntest du gut abfahren, wenn der Häckslerfahrer seine Pfeife und seinen Turm nicht bewegen musste. So habe ich noch Häckseln gelernt. Da war nichts hier mit Füllautomatik und so. Oh, war auch schon wieder voll. Na, Kollege Schnüschuh? Mein Mann hier. Ich wollte ihn noch was fragen. Sind wir Kollege, kommt die Post heute noch an oder ist schon wieder Mittagspause? Ne, Kaffeestunde oder was? Kaffeezeit? Ja, 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 ja. Meine Post hätte ich heute auch noch ganz gerne, ne? Junge, 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 der hätte auch Tito. Sind wir, müsst ihr kein Licht hier anmachen? Ist doch alles dunkel. Braucht mit den Bäumkiss und so. Junge, Junge, Junge. Aber liebe Leute, ich sage jetzt erstmal danke fürs Zugucken bisher. Ne? Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich echt über ein Däumchen freuen, bin ich ja ganz ehrlich. Und wenn es euch gefallen hat, hier auf dem Chaos-Kanal und ihr wollt nichts mehr verpassen, dann würde ich mich echt über ein Abo freuen. Entschuldigung. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.